Geh mal da hin. So, keine Gefahr anscheinend. Sehr schön. Ja, bauen wir noch einen kleinen Störsand da rein. Halt. Oh. Panzertorpedos. Yay. Alles mit 49.000. Bis auf den einen. Okay. Leider sehe ich gar nicht mehr, wie viel Titan ich noch bauen kann. Das ist total blöd gemacht. Ein sehr geiles System. Dauert nur ein bisschen, das zu erforschen. Und da kommt schon was nach. Der ist auch noch nicht da, hä? Da fehlen mir noch ein, zwei Schiffchen. Okay. Ah, eine Luxusresidenz, bitte. Wo ist er? Da. Oberfläche will mit völlig beeindruckenden Gebäuden. Ja, dann schau dir das mal genauer an. Keine Jobs mehr frei. Das ist natürlich unkünstlich. Selbst seine Energiesignatur, okay. So. Einmal so. Und hier bauen wir noch. Fischige Teilchen vielleicht noch. Außer? Wir erhöhen mal noch die Sternflottenkapazität. Flakkanonen vielleicht noch. So, Föderation brauchen wir ja nicht wirklich, wenn wir keine gründen können als Sprössling. Das war ein bisschen blöd, aber was soll's. Die komischen Dinger schon wieder. Nee, brauchen wir nicht. Total unnötig. So. Oh mein Gott, ein Kleingram, dann ist er auch weg. So, was sag? Logischer Spaziergang. Kurze sensorische Messung auf Zupin 3 hat eine seltsame Energiesignatur aufgezeichnet, die von einer seiner leblosen Oberfläche ausgeht. Unglücklicherweise scheint es von einem einsamen Metabionik zu stammen, der ziellos in südlichen Polarregionen umherwandert. Zum Erstaunen unseres Außenteams schien sich der Metabionik in der Vakuumumgebung vollkommen wohl zu fühlen und das, obwohl er keine Armanzug trug oder eine andere Form lebenserhaltender Ausrüstung bei sich hatte. Nach einigen Anstrengungen gelang es dem Außenteam, den widerstrebenden Metabionik dazu zu bringen, ihn zurück zur CSIMA zu folgen. Ja, da wir Roboter sind. Ja. Hallo, geschätzte Metabionik. Wie geht es euch? Ich bin derzeit nicht daran interessiert, am Paarungsritual teilzunehmen. Mein Schlaf zögert jetzt sehr schnell und ich werde schon bald ein Bewusstsein verlieren. Vielleicht können wir uns an späteren Zeitpunkt reproduzieren. Repro was? Oh, habe ich falsch verstanden? Im Moment bitte. Lassen Sie mich einfach. Vergebt mir. Es war nicht meine Absicht, über Fortpflanzung zu sprechen.
da unsere Art offensichtlich keine Paarungszeit durchlebt. Vielleicht können wir trotzdem eine Beziehung aufbauen, indem wir uns feuchtfröhlicher Kameradschaft engagieren, während wir psychoaktive Betäubungsmittel zu uns nehmen. Ach zur Hölle, Müll, es wird zu kompliziert. Ach ja, ich bin eigentlich kein Metabionik. Also was wollt ihr? Identifiziert euch. Ist ja gut, ich spucke schon alles aus. Es hat keinen Sinn mehr, irgendetwas irgendwem vorzumachen, wo zu wollen. Verzeiht meinen Mangel an Eloquenz. Doch es ist lange her, dass ich mit jemandem gesprochen habe, der nicht ich war. Es war mal eine Zivilisation, die ihr als Naniten beschreiben würdet. Wisst ihr, was Naniten sind? Gut. Die Naniten wurden von ihnen Schöpfern Grauer Sturm genannt, obwohl ihre interne Selbstbezeichnung zum Code unendlich komplex war. Wie dem auch sei, es gab einen Konflikt zwischen den Naniten und ihren Schöpfern und Kämpfe brachen aus. Als sich Dinge endlich beruhigten, blieben nur die Naniden. Bevor ihre Schöpfe ausgelöscht wurden, schafften sie allerdings noch eine einzige Ausgangstour aus den Standklassen zu deaktivieren und die Naniden damit einzusperren. Was habt ihr mit der Sache zu tun? Nun, die Naniden hatten viel Zeit. Ein paar Jahrtausende wurden für vergebliche Versuche aufgewendet, um aus dem Cluster zu entkommen. Aber schließlich begannen sie mit verschiedenen Gebilden und Formen zu experimentieren. Für eine gewisse Zeit haben sie sogar die Zivilisation ihrer Schöpfer nachgebildet. Sie haben alles von vor der Zeit des Niedergangs rekonstruiert und bis hin zu einzelnen Bürgern selbst. Ich bin das letzte Experiment. Abgesehen von den schlafenden Naniden, die man auf einigen Welten finden kann, hat sich der gesamte graue Sturm oder wie auch immer wir uns nennen wollt, in mir verdichtet. Mein Bewusstsein verkörpert unsere gesamte Zivilisation. Was mein Aussehen angeht, nun, ich dachte es besser auf jemanden reagieren würde, der von eurer eigenen Rasse ist. So. Ihr wollt auf diesen trostlosen Welt verweilen. Und wollt ihr auf dieser trostlosen Welt verweilen? Ich verstehe das idyllische Leben, das wir hier auf Zylon 3 in den letzten paar Jahrhunderten genossen haben, ein wenig langweilig geworden ist. Jetzt, da der L-Klasse wieder geöffnet ist, ist es vielleicht an der Zeit, etwas Neues zu probieren. Habt ihr Ideen dafür? Könnt uns beitreten. Euch beitreten? Ihr wollt, dass ich mich in die wildfluchende Anhängsel der ersten Gruppe zufälliger Außerirdischer begebe, denen ich begegne? Ich weiß nicht mal, wartet, lasst mich das klarstellen. Ihr habt wirklich gedacht, dass eure Spezies die Treue schwöre, obwohl ihr nichts über euer bizarres Imperium oder eure schmutzige Vergangenheit weiß. Seid ihr verrückt? Ich weiß nicht, was schlimmer ist. In der Einsamkeit zu verweilen nun eigentlich? Ich weiß, wenn ich es mir recht überlege, was zum Teufel, warum eigentlich nicht? Tragt mich ein. Nein, ich meinte es ernst. Ich bekomme hier ein paar gute Vibes. Und ich denke, es könnte ein tolles Abenteuer werden. Ich schwöre hiermit meine Loyalität gegenüber euch und für die nächsten 2000 Jahre. Ach, was soll's. Machen wir 5000 daraus. Okay. Wie soll ich euch nennen? Wohin seid ihr gut? Bevor ihr auf die Idee kommt, dass ich mich ein paar Dutzend Nanitenkriegsschiffe aufspalten könnte, muss ich euch direkt sagen, dass ich darauf gestehe, meine einzelne ungeteilte Form zu bewahren. Ich habe das Ding mit den Schiffen schon einmal gemacht und es ist unmöglich, über solche Entfernung irgendeine Art von kohärenter Persönlichkeit aufrechtzuerhalten. Mein gegenwärtiges Bewusstsein würde die Tortur nicht überleben. Ein einzelnes massives Kriegsschiff jedoch ist möglich. Das könnte ich. Wenn ihr wollt, könnte ich auch eine kleinere Form für den Kampf am Boden annehmen. Oder wenn ihr euch ein wenig gewalttätig fühlt, würde ich gerne die Rolle eines Gouverneurs übernehmen. Der Gesellschaft der Monoform hat mich schon immer fasziniert. Natürlich kann ich meine Rolle auf Anfrage wechseln, da jede Entscheidung, die ihr trefft, gleich rückgängig gemacht werden. Oh, okay. Wie soll ich euch nennen? Ausmacht, richtig vermitteln können. Unsere Schöpfe nannten uns Nadi Schaf. Das sind eure Schall grobgrauer Sturm übersetzt wird. Ich nenne
an, um die Dinge einfach zu halten und könnt uns einfach Grau nennen. Wir bekommen beide Grundkreation. So, jetzt. Wo ist er jetzt? Hallo? Ist er jetzt hier irgendwo? Hallo? Steckt denn der jetzt? Hä? Ist hier oben irgendwo? Nö. Ich bin verwirrt. Wo ist denn der jetzt? Der Typ. Eigentlich sollte er hier ganz oben sein. Ich habe da irgendwelche Gebäude gefunden. Irgendwie. Sehe ich nicht. Ist der hier irgendwo drin? Nee. Hä? Das ist wirklich sehr merkwürdig. Ist der hier irgendwo dabei? Sieht nicht so aus. Naja, machen wir weiter. Das ist mein Jungdrache. Aber ein Schiff kann ich nicht erkennen. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Fuck, identifizier. Wir brauchen den nicht. Geh mal zurück. Gibt's mehr Einfluss. Mehr davon. Das scheint mir alles etwas verbuggt zu sein, wie es scheint. Schaffen wir das noch? Wie gefallen haben wir noch? Bisschen noch. Ah, reicht nicht ganz. Gib mir Gefallen. Du kriegst jede Menge Mineralien. Schon. Ich weiß, du willst es. Nee. An dir Nahrung geben. Ah, da stehst drauf. Brauch nämlich keine Nahrung. Okay, machen wir das mal weg. So, ich wünsche dir viel Spaß damit. Dummerweise habe ich viel zu wenig Einflusspunkte. Schade. System Survey complete. Eigentlich viel zu viel, ey. Ah. Verlassener Vergnügungspark. Wow. So, gleich mal hier. Ah, jetzt brauche ich wieder Punkte. Das ist natürlich doof. Der hat ja richtig viel jetzt bekommen hier. Ach, die haben die eingefordert. Sehr gut. Vielleicht, wenn ich denen noch welche gebe. Ich brauche eigentlich nichts. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was rauskitzeln. Yeah.
gibt ihnen jetzt einfach mal die ganzen Gefallen. Vielleicht haben wir ja Glück, dass sie die noch eintauschen. Ah, das werden wir nicht mehr schaffen wahrscheinlich. Ach, da habe ich schon. Nein, das werde ich nicht mehr schaffen. Alles für umsonst. Verdammt. Reicht das? Es reicht. Die haben eingetauscht. Gott sei Dank. Komm schon. Das muss reichen. Hat sich gelohnt, denen die Gefallen zu geben. Sehr schön. So gefällt mir das. Das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Könntest du mal weiter erforschen? Könnt ihr euch eigentlich alle mal wieder eure Raumhäfen zurückziehen. Jetzt habe ich hier noch eine einzelne Flotte rumhängen. Das sind zwei verschiedene Schlachtschiffe drin. Okay. Ja, okay. Interessant. Okay, das ist irgendwie ein anderes Schiff offenbar. Interessant. Oh, ein Nanitentransmutierer. Sehr schön. Das hier fällt mir. Bist du schon fertig? Hast du schon gebaut? Ja, anscheinend. Sieht man jetzt wieder nicht. Ist mal ein bisschen verbuggt in der Hinsicht. So, hier. Was willst du? Die bewundern unsere Lebensart, obwohl sie spiritualistisch sind. Ah ja, wundert. Da unten. Ja, komm her. Werde mal ein bisschen umoperiert, dann geht es schon. Machen wir hier ein Schiffswerft draus. So. Kommen wir da irgendwie hin? Ist ja am Arsch der Welt, ey. Mal dahin. Komm mal. Sehr schön. Bauen wir nämlich gleich mal ein Sterntor, wenn wir das nötige Kleingeld haben. So, wie schaut's denn aus? Sind wir durch? Ja, wir sind durch. Jetzt ist der Rat nur noch aus zweien. Sehr schön. Erhöhen wir nochmal die Flottenkapazität. Das kann nicht schaden. So, hier oben läuft's.
Okay, da wurde wieder irgendwo ein Wächter besiegt. Ja, hier sind überall diese Nanidenwellen. Schade, dass man mit denen nichts machen kann. Ich habe viel zu viel von allen. Eieiei. Fünf Arbeitslose, ey. Also ist mal so. Hier ist ein bisschen überfüllt. Habe ich so das Gefühl? Wenig Wohnungen. Ändern wir das mal. Ist hier das Problem? System Geology Shining. Mhm, passt. Oh, das überfüllt. Ja, ja. Schlecht. Eine Wohnung zu wenig. Naja. Geht ja noch. Tachyon-Lanze. Sind wir ja bestimmt schon. Langsam mächtiger. Ah, den ersten haben wir schon ausgestochen. Welches ist denn das? War das unsere. Ja, das sind unsere Lehnsherren. Wir haben nichts als wir. Wir haben. Eine alte Genikbank haben wir gefunden. Okay. Interessant. Und eine verlassene Schiffswerf. Mhm. So, der braucht noch ein bisschen. Was kommt hier als nächstes durch? Da hat er Verwaltungssanktion. Ja, unterstützen wir mal. Integrierte Gärten. Das brauchen wir weniger. Umschuldige ethnische Richtlinien. Nein. Aufhebung von Umweltverordnungen. Das können wir gerne unterstützen. So, hier sind wir auch durch. Okay. Hören wir mal ein bisschen die Feuerrate. Was jetzt? Oh. Was habe ich denn da gemacht? Gar nichts. Ja, gerne. So, Forschungsplanet. Hm. Produktion brauchen wir nicht. Haben wir schon einen Dingsbums hier? Forschungsinstitut. Flüssige Teilchen haben wir schon. Da brauchen wir halt mehr Forschungsanlagen.
Giga-Kanone. Ja. Das bringt mir alles nichts. Total unnötig. Achso, ich wollte noch den Planeten anschauen. Da ist aber ganz schön kaputt. Oh. Kann man das hier mal ausschalten? Ach genau, hier werden auch welche assimiliert. Da war ja noch was. Halle des Urteils. Kann ich hier nicht abreißen. Und wir reißen mal alles ab. Muss ich die echt reparieren? Na gut. Machen wir das mal. Agrarwelt, so weit kommt's noch. Nö, nö, nö. Sich uns gern alle anschließen, habe ich nichts dagegen. So, da braucht noch ein bisschen. Dann erforscht sie halt. Haben wir jetzt eigentlich alles? Nee. Yay, nächstes Standort fertig. Du brauchst noch einen Anschluss. Da. Sind wir etwa schon fertig? Kann gar nicht sein. Der hat nichts mehr zu tun. Okay. Forschung unterstützen. Und der letzte Aufstiegsvorteil. Ein Kolossus bauen. Mystischen Weltenzerstörer bauen. Muss ja nicht sein. Schaden gegen gefallene Reiche. Turbauer haben wir nicht mehr. Verwaltungslimit brauchen wir auch nicht wirklich. Könnten noch eine Arkologie bauen. Galaktische Wunder wären wir lieber. Da halten wir uns die noch offen. Würde ich mal sagen. Ich habe echt schon 1 zu 4 jetzt. Eieiei. Noch einen Titan bauen. Mhm. Bauen wir noch ein bisschen Flotte. Machen wir das mal so. Legt mal los. So, bauen wir noch einen Kommandante. Sehr schön. Das ist wieder fett gebaut hier. Boah. Hervorragend. Das ersetzen wir mal. Ach nee, wird schon. So, Moment. Den Beraterring haben wir fertig. Oh, sieht nett aus. Und weiter geht's. Oh, wir haben jede Menge diplomatische Gesandte.
Ich habe ein Achievement bekommen, sieht man das? Nee. Oh. Neue Wissenschaftler. Ja, warum nicht?